Hallo und herzlich willkommen zu Snipperclips. Zusammen schneidet man am besten ab. Das ist ein Spiel, das man am besten im Koop an der Nintendo Switch spielt, denn es erfordert Geschick, zusammen Rätsel zu lösen und auch manchmal ein paar Schläge oder sich gegenseitiges Anschreien. Das kann auch helfen. Jedenfalls perfekt für Franz Gans und mich. Oh, das kann ja nur was werden. Die Parts werden ein bisschen kürzer, damit es ein kurzweiliges Projekt ist. Und ich hoffe, das Projekt macht euch so viel Spaß, wie uns das beim Aufnehmen Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei Snipperclips. Schnipp, schnapp, da sind wir wieder. Doppelschnipp, Leute. Doppelschnipp. Hashtag ist ein anderer. Echt? Hashtag ist Doppelschnipp. Doppelschnipp. Mit Doppel-P. Heißt also Doppelschnipp. Also wir haben insgesamt 4 P in diesem Hashtag. Prima. Bist du bereit? Ich bin bereit für Snipperclips. Okay, auch mit Doppel-P. Snipperclips. Als hätten wir das von vornherein einfach so geplant. Haben wir tatsächlich nicht. Unfassbar. Zusammen schneidet man am besten ab. Ja. Oder musst du das Gameplay dann eigentlich noch schneiden? Das fand ich erstaunlich witzig. Los, ab geht's. Ich möchte dich anbrüllen. Drücke einen Knopf. Wir gucken jetzt mal, okay, was passiert. Anzahl der zwei. Spieler, zwei. Ja. Das ist Voice Control, oder? Zwei. Nein. Dann muss ich synchronisieren. Das klicken und dann muss man das so halten. Ja, jetzt kriege ich auch einen Joy-Con. Die süßen kleinen Joy-Con. Die mein Joy-Con ist viel kleiner als wie deiner. Das sieht nur in der Perspektive so aus. Ich habe nichts gedrückt. Oh! Du hast. Oh. So kann man die Switch nehmen. Oh, hi. So wird gespielt. Die sind halt mega cute. Und guck mal, der steht mit den Beinen nach innen, mit den Füßen. Yes, das ist das Mädchen. Ich glaube, du hast das Mädchen dann. Oder? Nee, ja doch, du hast das Mädchen, ich bin der Junge. Sieht aus wie ein Pops. Kann ich springen? Also erstmal müssen wir einfach nur das machen, was wir machen müssen. Ich will springen. Wir müssen erstmal hier rein. Komm, lass mal erstmal den Busen bilden. Ist gut, einfach nur. Jetzt komm mal her. Komm mal her, Schätzchen. Komm mal hoch jetzt hier. Ich schneide. Mach den Busen. Mach jetzt das Tutorial. Okay, ist ja gut. Siehst du, was? Aber wir haben da eine Über... Gut. Los! Ja, tatsächlich. Warte. So. Pass. Oh, das war der falsche Knopf. Was? Welchen drücke um? Ach so. Also, ja, okay, jetzt muss ich dich und jetzt musst du mich wieder. Du hast mich aus der Welt gecuttet! So ist es! Also, das ist ja mal fast. Fast. Das musst du nochmal machen. Oh mein Gott. Ne, steh dich rein. Steh dich richtig rein. Lag. Entschuldige, gut. Was ist denn falsch mit dir? Erst kannst du nicht bei Sims bauen und jetzt sowas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's beim ersten Versuch gleich hinbekommen. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, du bist nicht geil genug. Na, ich glaube, ich müsste dich nochmal schnippeln. Schnippel mich ab. Schnippel. Hier, guck. Jetzt aber, oder? Na, oh, perfekt. Mann, perfekt, ganz und gar. Ja gut, das war ja auch easy peasy. Schlimm. Okay, wir wollen wieder leiden. Yeah. Dieser insane Blatt. Jetzt kann man... Was? Die Tasten so benutzen, um uns zu drehen. Warte. Und dein wunderschönes Herz formen. Oh, Herz allerliebst. Ui. Wie süß. Oh Gott, unser Gesicht ist verschmolzen. Hey. Nein. Ah. Okay, was war das? War das erneuern? Oh, wir können springen.
drücke, um zu springen über den Flug. Jetzt musst du den Radiergummi los. Nein. Entschuldige. Ich schneide okay. Gleich was ganz anderes. So was, ich muss jetzt den Radiergummi treffen. Also du musst auf mich draufspringen. Jetzt drücken wir den rein. Sehr gut. Goal. Ja, wir müssen mit vielen Objekten die ganze Zeit interagieren. Das wird insane. Na. Okay. Ja gut, die Haupteinstellungen sind ja egal. Hallo. Ich finde es auch gut, wie man mit dem Hintergrund interagiert. Guck dir das an, die Blümchen und all das. Die habe ich gemacht. Ja, die hast du gemalt? Ja, gemacht. Nee, in deinem Kindergarten. Ja, hast du im Kindergarten gemalt. Oh, mach nochmal. Das hat sich gerade bewegt. Mach mal, okay, weiter. Neckische Notizen. Ja, das ist das erste, ist neckische Notizen. Mipi. Los! Oh mein voll Gott, in Form. Wie gut. Okay, das sind die unterschiedlichsten Varianten. Okay, dann machen wir voll in Form jetzt. Einfach runter, rein. Dann runter, nein, dann mein runter. Schweinchen! Okay. Bereit, los! Oh. Okay, da kann man schon mal... ist schon mal klar, da muss gecuttet werden. Los! Lass dich schneiden, Junge! Warte. So, und schön glatt. So. Und du musst das Gleiche nochmal mit mir machen. Oh, scheiße. Oh, das tut mir leid. Musst du nochmal? Ja, ich muss mich nochmal erneuern. Ach, scheiße. Nochmal. Vorsichtig. Ah, na, ist perfekt. Mein Schnippel, da geht's nochmal weg. Okay. Was ist das jetzt? Wollte ich gerade sagen, weil er... Lol. Vogel. Das ist ein Kakadu. Ja, weiter geht's jetzt. Okay, das war ja easy. Oh, und dann schließt man immer mehr auf. Und okay, dann haben wir einfach Basketballkorb jetzt. Das war ja jetzt nicht, also ich weiß das nicht. Das ist ja, also ganz ehrlich, das ist ja... Ah, dann kann man den Ball da in den Basketballkorb bringen. Oh, nee, es ist... Warte mal, es ist besser. Warte, hier. Ich weiß. Hier, ich hab so die perfekte Form dafür, guck mal. Guck da. Los! So. Yeah! Denk. Aua. Warum machst du das? Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Du machst das mal Hamsterhilfe auf. Oh mein Gott, das soll ein Hamster. Das ist Nacktmulchhilfe. Nacktmulchhilfe. Das wäre ein bisschen zu lang wahrscheinlich. Oh, wie gut, wie süß. Oh, der muss da hin. Okay, wir müssen dem helfen und der darf nicht da unten reinfallen. Dann schnippel mich hier. Also willst du ihn dann da rein so? Ja, schnippel mich, als wäre ich... Ja. Ja. Autsch. Ah. Das ist schon ein stark sexuelles Spiel, ne? Ein bisschen. Du müsstest jetzt da oben... Den Knopf drücken. Ich drück gleich den Knopf hier, warte, ich mal überlegen, ob jetzt so. Okay, springen. Ja! Da kommt noch einer an, da kam einfach noch einer, weil der ist halt, der ist mega am. Ja, ist gut. Ja, dann. Ui. Das war ja mega einfach. Ich dachte, das sind so Level hintereinander, aber dass man die auswählen kann, ist auch ganz lustig. Wir können sogar darum zanken, was wir machen. Das würde ich nie tun. Nein. Okay, oh. Wir müssen das zu der Glühbirne da bringen. Ja. Okay, dann ist das, glaube ich, gut, wenn ich dich so... Warte mal, ich muss dich so aus... Ich schneide dich mal so aus, dass du wie so ein kleiner Korb bist. What? Warte, hier so, dann kannst du es da reinpacken. Was denn? Dann kannst du es da so hochlenken. Jetzt damit hoch. Springen. Arschkopf, geh da rein. Muss dann auch noch. Dann drehe ich mich mal. Oh, ups. So, dass das. Ja, sehr gut. Oh, ja. Wie kommt das? Es werde nicht. Lol. Warum tust du das? Ich schneide dich nur ein bisschen. Mann, jetzt schneide ich dich mal. Wollte jetzt schneid's gleich. Fang nicht damit an. Oh. So, das hast du jetzt davon. Weiter geht's. Erster. Los! Das ist ja mega gut. Schnitt! Die Scherz, die ist natürlich noch nicht vorbei. Das ist gut, ey. Voll cute. Okay, du musst mich jetzt richtig gut schneiden.
Muss ich richtig gut schneiden jetzt. Oh, tatsächlich. Wir müssen hier irgendwie... Was ist das hier? Wir können mit einem Papier arbeiten. Guck mal. Du musst mir bitte hier oben was kaputt machen. Oh, das wollte ich nicht. Ja, gut, dann kannst du. Ist ja gut. Dann kannst du da links einfach mal rein. Ja, Bock. Oh, shit. Ach so, wir sollten das zurechtschneiden. Weil wir ja, dachte ich auch, aber das war... Ich dachte, da würde irgendwas passieren, was Spannendes. Leute, dün, 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 dün. Warte. Geil, das ist ein Baumstumpf. Mega der Baumstumpf, mega. Da ist ein kleiner glücklicher Blobsi. Ich bin so fröhlich. Das Bein da links. Ah, mein Schuh. Okay. Das Spiel ist. Da merkt man, das haben Japaner gemacht. Ja, das ist ziemlich sexuell. Cool, was Neues. Einfach durchziehen. Platzprobleme. Oh, weil Platz. Wir müssen uns anspitzen. Okay. Wir müssen ganz spitz werden. Okay, ich schneide dich. Okay, warte, dann drehe ich mich so. Dann du musst dich so drehen, dass du mich zu einer Nadel machen kannst. In die andere Richtung jetzt. Ich habe den Anspruch der Symmetrie. Ist ja fast symmetrisch. Ich jetzt einfach mal. Ich glaube, ich bin so ein bisschen. Dann muss ich auf dich drauf springen, damit ich da hochkomme. Ich bin nicht. Ich mach jetzt mal den da weg. Ah, wie du guckst. Da ist ein Schweinchen rausgekommen! Wow, ich kann den runterziehen. Das ist ja interessant. Wahrscheinlich müssen wir den einen auch runterziehen. Kannst du dich irgendwie anders rumstellen, damit ich da. Genau, weil ich jetzt mich lieber oben anspitzen soll, so wie ich jetzt so eine kleine Spitze. Ja, gewöhn dich dran. Immer runter. Du musst nicht immer alles nach deinen Maßstäben machen. Yay! Sehr gut. Okay, warte, ich versuche mal zu springen. Ja, dafür muss ich, glaube ich, so einen Haken machen, um an das Ding da zu kommen. Ja, ja. Das musst du aus mir noch irgendwie eine Spitze machen, falls du das hinkriegst. Klar, krieg ich hin. So. Das muss ja wirklich spitz sein. Ich nehme die. Oh, das war zu viel. Aber okay. Der Haken, genau, das ist der Haken. Das ist jetzt du meinst nicht, dass der untere Teil der Haken ist? Nee, das nicht. Aber vielleicht kann man das jetzt. Das ist natürlich überflüssig. YOLO! Komm jetzt. Der Mann steht da drüben, jetzt geh ja mal. Hier, und jetzt. Ui! Hau den um! Nee, der ist ja schon mal da drüben. Das ist ja ein Problem. Das ist ja easy. Aber es hat voll gut funktioniert, ey. Okay, dann mach ich mal wieder normal. Nein! Ich kann so nicht arbeiten. Mach das jetzt! Mach dich jetzt wieder normal, Mann! Versteck dich hin, Mann! Du musst auch mir helfen, indem du springst, du Verbarger! Los jetzt! Ich raste aus! Ich muss Mario Maker spielen. Los! Nein! Isa! Isa! Komm schon, jetzt platz! Du! Ich hab's versucht. Ich gebe mir Mühe. Dauert halt. Gleich so. Oh, hier, guck, wie scheiß spitz. Das wird richtig spitz. Geil! Alter, wenn das jetzt nicht. Alter, ich raste aus, wenn das nicht geht. Julian, das Spiel ist verbuggt. Ich hab das schon mal gespielt. Das ging da. Was ist das für eins? Bleib doch einfach mal sitzen. Ich raste aus. Alter. Los! Ich raste aus, ey. Da sind Bienen drin. Lass uns die Bienen befreien. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist, du Bienenhasser. Echt? Ja! Oh mein Gott. Oh, die waren schon tot. Ach, du Schande. Sind alle tot, die wir befreit haben. Alter, die Schweine. Aber die sind glücklich. Da hinten hängt irgendwas. Warum hängt das dann? Warum guckt das so glücklich?